Lenski, das Gestüt Saschko, hat ihn gezogen. Kai Ligges ist der Anmelder und im Sattel Marie Ligges. Okay, dann kommen wir einmal zum Reiterwechsel. Ja, Dombele, auch gestern hier einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Der vierjährige Diamant des Semelier konnte Obolensky nachkommen. Auch hier ein Hengst, der den Eindruck erweckt, eben auch reiterlich schon sehr weit gefördert zu sein für seine 4 Jahre. Ein Pferd, der sehr schön schon sich selber trägt auf dem Hinterbein. Schön mit Bergauf-Galoppade versehen. Galoppiert immer schön, springt immer schön unter den Schwerpunkt. Tritt schön von hinten nach vorne ans Gebiss heran. Wünscht sich vielleicht noch so ein kleines bisschen mehr Dehnung in der Oberlinie. Da wird auch der Reiter gleich versuchen, zum Sprung hinten noch ein kleines bisschen mehr zu dehnen, dass das Pferd sich noch ein kleines bisschen mehr öffnen kann über dem Sprung. Auch gestern hier im Sprungverlauf energisch abfußend das Pferd. Teilweise sich über dem Sprung vielleicht noch so ein kleines bisschen Verhalten zeigte gestern. Auch da werden wir heute einmal sehen, ob das Ganze schon so ein kleines bisschen lässiger wird hier, nachdem er sich akklimatisiert hat in der Halle. Der Hengst selber eben mit viel Abdruck am Sprung. Schön gleichmäßig im Vorderbein. Das Hinterbein hinten könnte sich vielleicht noch ein kleines bisschen mehr öffnen, aber wie gesagt, das im Zusammenhang so ein bisschen mit der Losgelassenheit. Werden wir heute sehen, wie sich das heute hier äußert. Okay,
noch einmal zurück. Hier sehr schön zu sehen, wie der Hengst einfach gleichmäßig auf dem Hinterbein bleibt. Die Kraft aus dem Hinterbein durch den Körper entwickelt. Wollen wir jetzt erst einmal Oxer springen. Okay, auch hier energisches Abfußen am Oxer. Macht den Sprung schön gleichmäßig zu Ende. Gut, kommen wir erst einmal zur parcoursmäßigen Überprüfung. Sehr schön der Sprung hier gerade. Der Reiter, schön das Pferd rangeritten an den Sprung. Das Pferd kam ihm am Sprung wieder entgegen. Blieb auch schön locker jetzt im Körper. Gestern verhielt er sich erst ein kleines bisschen in der Oberlinie. Aber jetzt heute schön locker durch den Körper springend. Gut öffnet im Hinterbein. Jawohl, sehr schön ausbalanciert hier, immer wieder sofort gleich im richtigen Galopp nach dem Sprung. Schön gerade auf der Linie zum Sprung hin und auch nach dem Sprung auf der Linie bleibend. Gut, dann werden wir einmal... Okay, den Oxer wiederholen wir noch einmal. War jetzt gerade so ein kleines bisschen großzügig vom Anreiten her. Wir werden jetzt noch einmal versuchen, in die etwas dichtere Distanz zu reiten. Obwohl der Hengst eben durch sein energisches Abfußen überhaupt kein Problem mehr springt. Weiter durch den Körper, auch aus der etwas größeren Absprungdistanz heraus. Aber jetzt werden wir noch einmal versuchen, etwas dichter ranzukommen. Ja, jawohl, auch gut, prima. Dann soll uns das reichen für heute Morgen. Dankeschön.
Ja, Dembélé, der vierjährige Diamantes Emily, Malcorne Robelenski Sohn. Ein imposantes Springpferd, was hier sehr kraftvoll alle beiden Tage hier die Prüfung absolvierte. Mit einer tollen Galoppade, schon sehr ausbalanciert, kraftvoll. Das Springen, sehr vermögend. Die Manier für einen Vierjährigen schon sehr weit gereift. An dem einen oder anderen Sprung wünschte man sich noch ein wenig mehr öffnen im Hinterbein, aber wenn man den letzten Sprung gesehen hat, der war nahezu perfekt vom Ablauf und dieser Hengst auch mit sehr, sehr hohen Rittigkeitswerten bedacht. Hier zu den Noten. Im Galopp haben wir eine 8,8 vergeben, vom Vermögen eine 9,0, in der Manier eine 8,8. In der Rittigkeit eine 9,5 und im Gesamteindruck eine 9,2. Somit springbetonte Endnote für Dembélé 9,03.